Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Return World. Wir versuchen... Ja, wie oft denn noch? Ich muss die andere Plattform nehmen. Ich denke aber immer so, boah, ich bin voll geil. Ich krieg das auch so hin. Nee. Ja, warte, doch. So. Genau, und dann gehe ich quasi, während er das... Nee, Moment, er ist doch jetzt auf der anderen Seite. Alter. Er muss erstmal rübergehen. So. Und dann können wir da nämlich das so, genau. So. Und dann haben wir ihn hier erstmal gefunden. Im Moment, dann ist er doch. Ja, nee, es ist gut. Wir bauen uns unsere Plattform-Line und dann gehe ich nämlich hier hin, um somit bessere Kontrolle haben zu können. Er kommt doch hoch, oder? Kommt er dann nochmal hoch? Nee, irgendwas habe ich wieder falsch gemacht. Ja, das ist halt so dieses, ja, ich bin wieder in der Ausgangssituation. Dieses Multitasking einfach. Ich muss schauen, dass ich richtig stehe und gleichzeitig natürlich den Kackball beobachten. So. Jetzt sind wir wieder da. Okay, also, dann mache ich das so. Nee, das war tatsächlich zu früh. Aber egal, der kommt doch jetzt da hoch, oder? Genau. Das heißt, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. So. Und jetzt! Jetzt machen wir das nämlich so. Und dann hoffe ich, dass ich jetzt irgendwie... Jetzt ist er einfach da oben verschwunden, ne? Ich dachte, ich hätte jetzt wieder ein bisschen Pause und könnte nachdenken. Nee, da hat sich einfach so gedacht, ja gut, nehme ich halt das nächste Loch, ne? Man kennt's, ja. Man kennt's. Ich würde es trotzdem so machen. Ja, aber nee, dann bringe ich mich ja selber um... So, dann da so rüber, hier dann jetzt, und das ist okay, wobei ist es das, ja, okay, dann, oder, ja, aber der ich glaube, der hat sich jetzt resettet, oder, der war doch, stand doch richtig, hätte doch wieder hochkommen müssen. Ach, ich drehe hier wirklich am Rad. Ganz ehrlich. So ist gut. Nee, der hätte doch hochkommen. Ich bähle mir das doch nicht ein. Muss ich den noch im Bild haben, weil er sonst wieder zu seiner Standardposition zurückgeht oder was? Guck. Er kommt doch jetzt, guck mal hier. Der kommt doch da, der geht jetzt da so lang und guckt, da geht er doch hoch, da geht er doch hoch. Wieso hat er das davor nicht gemacht? Wichser, Alter. So. Und ja, so. Also hier kann ich dann mit ihm mitgehen und dann machen wir das nämlich so. Und dann machen wir das so. Ja. So sieht es nämlich aus. Und dann machen wir das so. Einfach im besten... Ja, dann vergisst man natürlich, dass man auch sterben kann. Im besten Fall einfach immer einmal drücken. Glaub, dann kann gar nichts schief gehen. So. Machen wir den hier nochmal, das ist angenehmer. Wetten, der kommt jetzt wieder nicht mit? Ja, doch. Glück gehabt. Okay, so langsam verbessere ich mich. Runter. Ah! Wollte ich nicht sterben. Egal. Er hängt fest. Alles gut. Da, da. Da, da, da. So. Ich schon mal vorsichtshalber. Wobei, nein, das war... War das klug? Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Abkürzung genommen habe. Okay, wir haben... Nee, Moment. Ja, doch. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt einfach schon mal drücken. Habe ich nicht mehr im Blick, Leute. Er ist okay, er lebt noch. Also wir haben ihn gerade unter Kontrolle. Das ist schon mal gut. Ich würde das dann jetzt so machen. Und hier muss ich es dann definitiv natürlich auch machen. Und dann direkt. Moment. Ja. Oh, das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Wir machen das genau, wenn er rechts da ist. Ja,
Also das andere rechts tatsächlich. Wir waren schon gar nicht mal so schlecht, hm? So, genau. Warten extra so ein bisschen, damit auch im Bild bleibt. Zack. Zack. So, hier habe ich dann wieder Ruhe. Dann machen wir das dann so. So. Ja, das war irgendwie jetzt nicht so geil, aber es ist okay. Er lebt. Alles gut. Das heißt, wir warten hier. So. So. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt... Ja doch, das passt. Ba-ba-ba-bam. Wir schauen erstmal, was er so treibt. Immer dann, wenn ich mich ausruhen will, macht er so eine Scheiße, ey. Alles geplant hier, alles geplant. Von ihm. Ah, ich bin schon wieder ungeduldig. So, dann hier wieder schön lang spazieren. Dieses Mal hoffe ich, dass er mitkommt. Na guck, du hast ja Mutterficker nicht mit. Also Spieletester. Das darf nicht sein. Der Weg zeigt eindeutig, dass das so passt. Schon wieder Mutterficker, Alter. Ach komm, da habe ich doch jetzt lang genug gewartet. Der will nicht, dass ich das so mache, ne? Gibt ja irgendwie noch so einen anderen, komplizierteren Weg, aber da sage ich ehrlich gesagt so, nö. Und natürlich bin ich gestorben. Da hast du mal meine Sohle getroffen, meinen Haken tatsächlich. Na klar. Ach so, und da... Okay, so geht's natürlich auch. Sogar noch schneller. Ja doch. Ja, auch nicht schlecht. War jetzt nicht so geplant, aber okay. Auch schön wieder wie dieses Mitleidsleben da war, ne? Falls mir die Zeit abläuft, weil man zu lange braucht. So. Da weiß ich ja Bescheid. Zack. Hier riskiere ich's. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug war. Ja, das passt, dann geht er da so lang. La. So. Das heißt, wir warten hier, machen das dann so, dann... Nein, das war ein bisschen zu zeitig. So, und dann haben wir ihn hier jetzt auch erstmal in Sicherheit gebracht. Das ist schön, machen wir das so. Und dann... So. Es ist so dumm, wenn ich da erstmal hinterher springen muss. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja, weil ich hatte auch wieder Angst, so wenn er nicht im Bild ist, resettet er sich und bla und Keks und Hurensohn. Oh. Ich sollte mich freuen, weil ich minimale Fortschritte mache, aber es fuckt mich trotzdem ab, dass das so lang ist. Was mache ich denn schon wieder? Dankeschön, du Arschloch. Das kotzt mich an. Warte mal, wenn wir den da haben, dann passt das ja auch. Es sei denn, er resettet sich wieder. Nein, okay. So. So. Ja, wieder verkackt. Machen wir es so. Dann so. 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 Hinterher. Wow! Ja, schon verkackt. Ja, Mutterficker. Wie viele Mütter haben wir eigentlich noch? Haben wir noch so viel auf dem Planet? Ich bin mir da nicht sicher. Ja, leider haben wir tatsächlich noch genug, weil so viele 15-, 16-Jährige auch schwanger werden. Dann stehen sie da und denken sich so, upsi, habe ich mir ja gar nicht so schwer vorgestellt. Ja, Pech gehabt, jetzt hast du dein Leben versaut. Aber mal ganz ehrlich... Wer mit 15 Kinder kriegt, der ist eh geistig behindert. Also, ihr Leben war vorher auch nicht besser. Also, von daher... Ob mit oder ohne Kind. Problem ist halt nur, dass das Kind dann auch geistig behindert wird. Weil es ja nichts lernen kann von einer geistig behinderten Person. Ich werd verrückt.
So, nein! Ja, weil ich nicht so schnell gekommen bin, du Wichser! Ja, danke. Danke, Alter. Ein Versuch noch. Ah! Wieso mache ich das hier immer? Wieso mache ich das hier immer? So, nein, Moment. Lass ihn durch. Und dann mache ich es jetzt. Genau. Dann wieder hinterher. Ja. Jetzt wieder ein bisschen unnötig, aber okay. Zack. 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 So. Diesmal hat es wieder mal geklappt. Ich lasse dich erstmal hier. Und dann denke ich mal nochmal nach. Wir wollen, dass ihr da lang geht. Okay, ja. So. So. Moment, ja, nee, scheiß drauf. Leute, ich würde mal sagen, das war's für Return World. Komm, lass mal ganz kurz nach oben gehen. Ich versuch mal. Wieso ist das scheiß Geisterhaus eigentlich da? Ach nee, das haben wir geschafft, oder was? Ja, glücklicherweise. Lass mal gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfacher wäre. Mach endlich mal wieder ein normales Kack-Level, Alter. Ich speedrunne das jetzt. Ich höre. Ich wollte gerade sagen, ich höre nicht auf zu sprinten. Ja, aber das war schon angenehm. Also so als kleine Motivation, versteht ihr? Muss man sich auch nochmal andere Sachen anschauen. Und im besten Fall schafft man es dann hier irgendwann. Oh, wirklich ohne Scheiß, das Ding ist. Ich habe es mir auch heute so gedacht, so kurz vor der Aufnahme. Dieses Statement, was ich auch schon in anderen Hacks gegeben habe. Hart und lang muss nicht zwangsweise zusammengehören, ja. Also das ein oder andere Mädchen weiß vielleicht, wovon ich rede. Hat vielleicht schon mal die ein oder andere Enttäuschung erlebt. Du kannst auch ein hartes Level kurz machen, ja. In der Kürze liegt auch mal die Würze, ja. Und manchmal, wenn man zu viele Gewürze in die Mahlzeit tut, ist es auch nicht so geil. Und so ist das mit harten Leveln, ja. Wenn du... Ich finde, man hat... ja, natürlich ist jetzt so Ansichtssache, was ist lang, was ist kurz. Ja, aber... Also, das hier ist deutlich viel... deutlich zu lang, okay? So, ich hatte mich schon wie so ein Schnitzel gefreut, als ich die zweite Phase geschafft hatte. Und dann kommt einfach eine dritte, die nicht mal minimal länger ist als die zweite Phase, sondern einfach gefühlt achtmal länger, ja. Und auch so das Level davor, das hätte auch ein Stück weit kürzer sein können. So, ich fand das vom Schwierigkeitsgrad her, so wie die Monster platziert wurden und so weiter, vollkommen legitim. Aber man muss dann auch einfach mal ein Ende finden, ja. Kennt ihr das so, wenn ihr mit euren Kindern... Gut, ich hoffe, ihr kennt es nicht, weil wenn ihr Kinder habt, was sagt das über euch aus? Aber ich weiß das zumindest so von meiner Kindheit her, dass wenn ich mit meiner Mutter und meinem Bruder dann so an den See gegangen bin oder so, ich hatte dann auch immer kein Ende gefunden, ja? Dann wollten alle nach Hause und ich bin dann noch locker 10, 20, 30 Minuten im Wasser geblieben, weil ich nicht raus wollte, ja? Und das ist nicht geil. Und dann hat meine Mutter auch immer gesagt, du musst auch mal ein Ende finden, ja? Sonst können wir nicht mehr mit dir an den See fahren. Und so sage ich jetzt dem Hackersteller, du musst auch mal ein Ende finden bei deinen Kackleveln, ja? Sonst kann ich deine Hacks irgendwann einfach nicht mehr spielen, ja? Denkt mal drüber nach. Generell finde ich es schon mal gut, wenn ihr überhaupt mal nachdenkt. Also, ne, da bin ich immer froh, wenn Leute das ab und zu mal am Tag machen. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Return World. Ich muss jetzt ganz genau überlegen, ob ich jetzt nochmal direkt eine Folge mache oder ob ich mich irgendwie noch Folgen widme, die ich noch bearbeiten, rendern muss. Da muss ich jetzt ganz genau drüber nachdenken. So 10 Minuten. Ich kaufe das der Uhr nicht ab. Ich meine, ich habe 10 Minuten eingestellt. Aber diese beiden Folgen, die ich jetzt schon wieder gemacht habe, das hat sich für mich nicht wie 10 Minuten angefühlt, sondern gefühlt wie jeweils 30. Ja, aber wenn ich jetzt hier mal auf meine Uhr gucke, ja, 8.40 Uhr. Scheiße, das kommt hin, ne? Sind dann doch knapp 20 Minuten jetzt vergangen.
Ach, ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Also an und für sich, wie gesagt, die Idee ist super und es ist immer geil zu sehen, was man so aus Jump'n'Runs rausholen kann, vor allem aus 2D-Jump'n'Runs. Aber es ist einfach zu lang. Es ist einfach zu lang. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.